So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge TTT mit den illegal handelnden Inuit-Interessenvertretern. Das ist aber nichts mit dem. Du musst doch was mit dem machen. Wir gehen also mit dem. Schnell, mit den, einfach dumm. Mit den dummköpfig agierende. Ach, keine Ahnung. Mit den dummköpfig Dulli-Köpfen. Mit den dummen Dudes. Warum muss ich denn jetzt mit dem machen? Machen wir das immer so? Mit den dummen Dullis, Philipp. Die dummen Dudes. Ich glaube tatsächlich, er hat sich das rausgesucht. Ja, dann dürfen wir jetzt alle bei Kutscher tweeten. Mit den dicken Dicks. Ich habe gerade gemerkt, dass meine komplette Folge andauernd WhatsApp-Sounds losgegangen sind. Nicht so schlimm, wie wenn du deinen Stream einfach die ganze Zeit anlässt. Die E-Girls dir wieder schreiben. Gut, dass Nitamina an der Bohrmaschine. Oh. Nach was denn an der Bohrmaschine? Ja. Was hat die vor? Deine Wand kaputt bohren. Max übel in Panik. Leute, kann ich aussetzen für die letzte Folge? Ich müsste nach Hause. Die nächste Folge wäre ich wieder da. Alles wieder normal. Wie kann man die Sachen aufnehmen? Mit Rechtsklick. Guck mal, ich lerne immer dazu. Rein in die Kammer. Hey, ich will den in den Ofen machen. Was ist? Hey! Nein! Ist da schon jemand gestorben? Oh, da ist noch jemand. Hast du gehört? Nein, das ist Trash. Okay. Warte mal. Oh mein Gott, ich glaube, ich war gerade richtig dumm. Es tut mir so leid, Max. Kann man jemand verconfirmen, der da unten drin ist? Nee, warte. Wer hat das Trader-Ding aufgemacht? Die ganze Zeit Leute. Wer ist denn da unten noch drin? Das ist die ganze Zeit bei mir. Das ist klar. Ja. Hä? Also ich und Karl haben nichts gemacht. Ah, irgendwer ist in den Trader-Tester-Lava-Ding gefallen. Nee, ich habe eine Katze. Ich hätte dich fast weggemacht, weil ich dachte, du hast einen Baseballschläger. Sterzig ist auch tot. Warum? Weil der hier im Trader... Und da unten liegt noch einer in der Lava. Was ist hier mit dir? Ich versuche hier gerade rauszufinden, was passiert ist. Irgendwer hat den Trader-Dings hier aufgemacht. Vielleicht, wenn ich sterbe, ist es Kutscher. Welchen Trader-Dings denn überhaupt? Mann, Les, tu doch nicht so. Du weißt ganz genau, was du, wo du eben aufgerückt hast. Nein, ich weiß nicht, was... Also weißt du, wie oft ich auf der Map Trader war? Dann muss das unten Max sein, wahrscheinlich. Gar nicht. Zu hoher Wahrscheinlichkeit. Also, ich habe das jetzt mal eben berechnet. So. Aber was mit Papo? Hier fliegt ein Papierflieger hinterher. Alter, der ist ja richtig aggressiv. What the fuck? Der ist ja überall aggressiv. Nee, dir! Hä? Du kannst ihn kaputt schießen. Halt's Maul. Du bist Traitor. Ich bin nicht Traitor. Na gut. Dann ist Kalle jetzt einfach so gestorben, oder was? Ja. Okay. Was ist denn mit dem? Was ist denn mit dem los? Der spinnt. Philipp. Ja. Du musst den Papierflieger wegmachen. Ja, lass mich einfach in Ruhe, okay? Nö. Weißt du, wie oft ich Traitor auf der Map war? Was will denn dieser Papierflieger von mir, Alter? Das ist echt ein bisschen merkwürdig. Muss ich ja mal sagen. Der fliegt auch nicht so gerade. Wer hat den denn gefaltet? Ich weiß es nicht. Der macht die ganze Zeit Looping. Ich glaube, der lacht mich aus. Ja, ich habe keine Munition mehr, scheiße. Hätte ich dir vielleicht nicht sagen sollen, das war. Weiß ich nicht, ich bin nicht. Junge! Was denn? Stirb doch einfach, du Dreckspapierflieger! Hilfe! Wo bist du denn überhaupt? Der geht nicht kaputt! Mein Aim ist on fleek, aber ich treffe den nicht! On fleek, verstehst du, wegen Flieger? Ja, genau! Und Papierflieg. Leute, 100% Hitrate, aber der stirbt nicht! Weiß ich nicht, Hilfe! Philipp, wo bist du denn? Ich kann dir helfen! Wow! Hilfe! Mann, da fahren wir interaktiv! Der Papierflieger gibt nicht mal Gas, um ihn wirklich zu töten, sondern ist wirklich so, ja, du hast ein bisschen Zeit, um wegzulaufen. Der laut mich einfach, was ist das denn jetzt, hä? Ja, schöne Runde, das hat mich echt gefreut. Richtig, super, hat er Spaß gemacht. Yo, nächste Folge dann bei Flola. Bei Flola? Jo, Bart. Ja. Alter, schrei doch nicht so. Nee. Echt so. Er war kein Traitor. Warte, jetzt Tortellini oder Bratwürstchen? Aber es tut mir leid. Tortellini. Gefüll die Tortellini mit Käse oder Spinat? Ja, mit Käse, sind die. Ja. Brathähnchen. Aber die Rügenwalder Bratwürstchen da, die sind auch nice. Brathähnchen. Die sind vegetarisch, Alter. Die Bratwürstchen, die knallst ihr bestimmt öfter rein. Weil einer von uns Bart heißt. Nicht in den Mund, Kalle. Den hast du wieder gerissen, Bruder. Ja, mal richtig gegeben. Den scharfen Wolf, andersrum. Inshallah. Ich bin hier in so einer Höhle, aber irgendwie kann ich das Eisen nicht abbauen.
Doch, kann ich! Irgendwie kann ich das Eisen hier abbauen. Ich kann das sogar abbauen. Kann ich mir jetzt eine Armor craften? Kann mir das sogar abbauen? Sterzig Board Trade. Oh. Sebastian. ja, komm. Scheiße. Wer war das denn? Nichts, Leute. Und rein, Alter, was ist mit dir los, Junge? Wer hat das Ganze auf Hektar? Wer schießt auf mich? Hey, warum schießt du? Ja, Kutscher, der ist Traitor. Was hat er gemacht? Max, ich bin nicht Traitor. Der andere. Nicht? Ja, ich glaube auch nicht, dass ich es Traitor ist. Bei deiner Mutter? Ich glaube auch nicht, dass es sterzig ist. Ich glaube, das ist so ein Play, wie ich es letztens gemacht habe. Du bringst mich jetzt um und bist was hat denn Sterzig gemacht? Nö, Sterzig hat einfach ganz cool. Sterzig hat nichts gemacht, aber Kutsch hat gesagt, Sterzig bought a Traitor-Item? Was? So nach dem Motto, hey, ich habe den Chat, den ich lesen kann, aber da hätte ja gestanden, welches Traitor-Item, Kutscher. So weit musst du nämlich denken. Ah. Und Les tut jetzt so, als hätte er keine Ahnung, weil er eigentlich auch Traitor ist, aber das ist mir egal. Ja. Oh nein, du wirst mich auf frischen Daten. Warum sagt es Kutscher? Weiß ich nicht. Warum hast du Sterzig gemacht? Weil er einfach Sterzig wegmachen wollte, glaube ich. Nee, warum? Okay, Max hat Sterzig gemacht. Warum habe ich nur Sterzig weggemacht? Ja, weil du die Gelegenheit beim Schopf ergriffen hast. Nein, weil ich es einfach nicht gereilt habe, was du gerade erklärt hast. Achso, du willst sagen, ich bin klug und du bist dumm? Okay, das sehe ich ein. In der Situation warst du mir vielleicht eine Nasenlänge voraus, das würde ich einräumen. Gut, da du wieder mein Ego ansprichst, kann ich natürlich nicht anders, als mich jetzt von dir töten zu lassen. Gut, dann komm mal her. Wo bist denn du? Boah, Alter! Nein, ich hab die Parasiten! Oder ist es Dämonik? Ich kann dem... Warum sagt jetzt keiner was? Ich wollte sehen, ob du wirklich Parasiten hast. Beobachte, anstatt zu reden. Hast du wirklich Parasiten, Max? Nö, aber ich glaube, es ist die Fernbedienung vom Leuchtturm gewesen. Ich glaube auch, es ist Flesk. Ja, weil ich bin auf dem Leuchtturm. Oder es ist El Chapo Papo. Flesk brennt einfach bei mir permanent. Kalle, lebst warum du noch? Denn? Wo bist weil denn du in überhaupt? Der Fackel stehst wahrscheinlich. Kann ich gar nicht sehen, das ist ja voll unfassbar. Ah, einfach wie so ein Leuchtfeuer. Wie bitte? So, wer war's jetzt? Nice one. Der hat mich einfach weggeklickt. Flesk, nice. Sehr gut. Sorry, Max. Aber ich habe ja aufgehört. Ah, war doch mal ein schöner Versuch. Mal was Neues. Das stimmt. Das danke ist doch wirklich dafür. Mal was anderes. Mal was Neues. Sterzig Board, oh. Man merkt ja, einfach, gesagt, dass Kutscher Board dabei ist. Board a Traitor Remote, habe ich gesagt. Direkt viel mehr mein weil Les die Traitor Remote gebaut hat. Ah, ich habe gerade versucht, in den Traitor-Raum zu laufen. Kutscher, ich bin erklär mal den Plan dahinter, bitte. Ja, ich wollte dazu tun, ob ich aus Versehen vorlese, was wer gekauft hat. Und dann denkt ihr, dass Sterzig Traitor ist, was ja auch geklappt aber hat. Das Problem ist, Kutscher. Aber dabei stirbst du doch. Ja, das und habe ich schon mal gemacht. Vlesk ist AFK, Kalle ist AFK. Alter, was ist eigentlich los mit euch? Mitten in einer Aufnahme. Hä, was soll der Hass? Kalle, ich die ganze Zeit tot. Die Chance deines Lebens. Ja. Your time to shine. Ja, let's go. Du warst doch nur ein Traitor, ich mach Herzig weg. Lass Leute virtuell wegballern. Ich hab einen Diamond gefunden. Oh, ich bin runtergefallen. Aua. Oh mein Gott, das hat richtig geschmerzt. Les, was hast du dir für eine Traitor gekauft? Deine Mutter. Wow. Ja, wieso war da denn ein... Wow, hör auf! Geschmerzigt, Ehre. Papo hat mich auf 11 HP geschossen, der wollte mich töten. In unserer langen Historie an komischen Beschuldigungen und Beschüsseln. Papo ist Trader, Leute. Das ist, glaube ich, kein guter Punkt. Ja, ich bin Trader. Tommy. Der war nicht von mir. Ich will niemals einen Tommy kaufen. Das ist eine reine Lüge. Boah, ich habe so Hunger, ne? Ich habe actually nie wirklich Tommy benutzt. Also ein paar Mal oder so, aber... Actually, I mean, well... I actually... Alter, was ist hier los? Schon einer weggeballert worden. Alter, wer? Ey, was ist das hier? Die Minecraft-Map ist einfach nur zum Ballern, oder was? Das ist Counter-Strike-Map. Alle knallen sich hier einfach nur... Alter, ich farme Eisen gerade. Wo brennt eigentlich alles? Nice, daraus mache ich mir eine Rüstung. Sechs Stück noch, Alter. Kann man diesen Turm eigentlich hoch? Viel. Ja, ne? Scheiße. Alter, was ist hier denn alles auf dem Boden? Richtig krasse Weapons. Ich mag es immer noch nicht, oder ist das schon wieder weg? Max ist auffällig ruhig. Auffällig Max tot. Max ist auffällig tot wahrscheinlich. Oh, nee. Das ist ein typischer Max. So, ich bin hier oben auf dem Turm. Ich gucke mich hier nur um. Ich kenne diese ganzen Maps. Das ist der Max Mind Game. Da hinten chillt einer auf dem Boden. Ja, wäre auch komisch, wenn er ein Luftschild, oder? Nee. Hier ist überall Blut, ne? Nee. Was ist denn jetzt? Was ist das für eine... Das ist die Portrigan. Echt? Hat wer wie... Sola, Alter. Sola oder Max? Was kommt denn das ganze Blut? Nee, ich bin auf dem Turm.
Er wird einen Airdrop gepackt. Ich hab Kalle mal getötet, weil ich glaube, dass er es war. Und er war es auch. Alter, oh, eine interessante Waffe, Kalle. Ja gut, wer ist denn da hinten? Alter, was war das denn? Das hat richtig gescheppert, Alter. Kalle, das war... Oh Gott. Kutscher. Moin. Du machst aber schnell hier. Bitte töte... Ah, bitte. Ich hatte Angst, ich wollte hier rein, weil da draußen der ganze Luftdings in Luft gesprengt wurde, weißt du? Ja, nochmal bitte. Nee, sorry, ich kann nicht. Versuch's nochmal, komm, einen hast du noch. Nein. Na gut. Ich habe Kalles Leiche hier runtergeschmissen, aber ich weiß nicht, ob das schlau war. Alter, Metall abbauen. Da liegt noch eine Leiche, ne? Ich möchte gar nicht Metall abbauen, Scheiße. Ich brauche Kohle. Hä? So, Kutscher. Jetzt lass mich mal durch und dann gehen wir getrennte Wege. Ja, ich möchte eine Sache kurz mal kontrollieren, ja? Ich möchte kontrollieren, ob der Typ da oben noch tot ist oder ob du den gerade wiederbelebt hast. Ich habe die runtergeschmissen. Junge, wer hat das scheiß Portal hier hingeschmissen, ihr kleinen Verpisst? Sterzig. Nein! Nein! Ich höre seine Stimme, Sterzig. Komplett 2.0. Ich weiß es nicht. Dann ist er da hinten, oder? Ja, da. Junge Sau! Runter von da! Da kommt der Tommy. Ah! Es ist Tommy! Ich weiß nicht, was ich machen soll! Nein! Als ob du das überlebt hast! Schlecht gesetzt, mein Freund. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Warum bist du gestorben, Papo? Ich bin Er ist einfach vom Turm gesprungen. Gut, ich vom Turm gesprungen. Aber leider nicht ins Wasser. Oh, schade, dass das mit dem Portal nicht funktioniert hat. Also es hat so halb funktioniert. Da ist halt noch so ein kleiner Überstand übrigens, gewesen. Steph, ich Scheiße. Wusste nicht, wie ich im Trailer-Chat schreiben kann, deswegen konnte ich dir nicht antworten. Ja, alles gut. Also du kannst mir jetzt auch einfach sagen, wie es geht. Ich hab's umgestellt auf N, glaube ich. Alles gut, kein Problem, Kalle. Achso, Entschuldigung. Kalle hat einen schönen Doppelkill hingelegt, muss man auch mal ganz kurz wertschätzen. Ja, mit U. Thomas schön unten rein. Kalle mit U. Mit Thomas ist es gar nicht mal so einfach. Kalle mit U. Ha, also. Kulle? Ja, mit U, Kalle. Kalu? Ja, ich bin jetzt natürlich. Kalu? Kaju? Kaju. Kaju. Hallo? Ja, der Glatze. Hallo? Okay. Hallo? Max? Hallo? Hallo? Hey. Hallo. Hört ihr mich? Nein. Ja. Nein. Nein. Nicht? Bernstein Schnatz. Was ist hier für ein Schalter? Das ist der Trader-Tester. Aber warum ist da Unterlag? Oh, weil das hier ein Trader-Falle ist. Oh, da ist jemand runter. What? Von oben auf dem Himmel? Runter? Oh, auf dem Himmel? Von oben auf dem Himmel? Rein, mit dem Kopf. LOL! Ey, für mich ist das hier richtig neues Game. Komm mal rüber, es kommt wieder ein Dings-Anschlag. Oh, ich... Okay. Save is Max, Das klatscht aber mal anders rein, Alter. Das hast du jedem gesagt. Ja, aber das waren ja nicht alle. Das haben alle gehört. Ja, gut, aber. Nur weil ich der bin, der es fragt. Minecraft. Alter, das hat aber richtig Max hat nicht gesagt, dass er es nicht ist. Das habe ich gerade gefunden. Ah, super, Minecraft. Minecraft. Ich bin bei dem Trader-Ding hier. Haben wir eigentlich jemals die Diamanten alle dahin gebracht? Ich bin gerade mir vorbeigelaufen, ich bin gerade hart erregt. Muss das erstmal umdrehen, pass auf. So, ich habe jetzt jemanden Diamanten reingeschippert. Oh, achso, Bottleflip, du hast es voll weggeworfen. Warte, ich hol's. Danke. Brauch noch 8 Diamonds, dann haben wir gewonnen. Ja, oh, im Nether sind noch 2. Aber wo ist es? Never. Oh, hab's gefunden. Never. Never ever. Nether, ever. Never back down. Oh, da unten liegt eine Katze. Oh, never back down, super Film, die boxen sich richtig weg. Das war Bart, das war Bart. Bart hat mich super, danke. Also, der ganz kurz. Der Schrei war richtig innig. Ja, der war aus Kalle tot. Er hat auch gerade auf dem Boden gekratzt. Ich glaube, dann war Bart. Hä, warum ich? Ich muss umdrehen. Hä? Warum soll ich jetzt sein? Also, seriously. Dreh mal um. Er hat dich die ganze Zeit beschuldigt. Er hat gesagt, Leute, kann ich gar nicht mitbekommen. Krieg mir mal so eine Munitionskiste. Nein. Er war so konzentriert. Nein. Oh Mann. Warte, ich mach das. Bring du mir eine Munitionskiste. Ich schwöre, ich war's nicht. Ich schwöre auf meinen 11. C. Du hast gar keine 11, deswegen warst du's doch. Wow, du bist ja ein Detective, Christo. Nein, ich bin bloß der Typ, Alter. Der Schrohrflinte. Das ist so dumm, das Ding. Okay. Im Fallen. Wer lebt denn jetzt hier alles noch? Ich habe gerade ein paar Schreie gehört. Ein paar tödliche Schreie. Uiuiuiui. Kalle, wo bist du denn? Komm! Achso, ja, ich bin gerade hochgegangen, weil ich hier ein paar Schreie gehört habe. Komm schnell.
Naja, ja, sehr gut. Warte. Ah! Oh, knapp. Hast du mich gerade... Achso, nee. Irgendwer hat mich gerade abgeschossen und zwar Bart. Das ist eine Lüge. Nee, das war schon das richtig. Ist eine Lüge. Klingt zwar komisch, ist aber so. Aui! Bart? Okay, ich glaube, ich habe Bart erwischt. Leg dich niemals mit mir an, Bart. Oh, warte mal. Lebt er etwa noch? Okay, Vlesk, du bist also der zweite Traitor. Nee, bin ich nicht. Warte mal, das ist jetzt ein bisschen unlucky. Hättest du nicht vorher sagen können, dass du Vlesk verdächtigst, dann hätte ich dich nicht töten müssen. Ja, funktioniert nicht. Es ist halt schwierig. Im Leben eines Mannes kommt der Tag, an dem er sich fragen muss, ist Vlesk im Nether oder ist er es nicht? Und die Antwort darauf lautet nein, er ist es nicht. Im Wasser. Weit weg. Im karibischen Ort. So weit weg, dass meine MP mir wahrscheinlich nicht helfen würde, ihn zu töten. Naja. Ich habe es doch mal entspannt, mit dir ein bisschen zu labern, Vlesk. Wie geht's dir? Halt dein Maul. Okay. Das sah so geil aus, Max. Max, ich war so Vogelperspektive am Rumfliegen, guckst du auf diesen Leuchtturm nach rechts und einmal. Alter, was ist das? Schrei. Fuck, Alter. Ja, ich bin einfach in der Lava gespawnt. Oh mein Gott. Wow. Ich höre einfach von überall. Oh. Hä? Was? Wie sind denn. Hä? Bin ich? Guck. Vielleicht findet sich selber tot. Was ist das denn? Jo, der war einfach schon in der Preparing. Vlesk hat endlich zu sich selbst gefunden. Ja, endlich. Alter, Papo, du hast so eine starke Stange in der Hand. Oder jemand die Lava angemacht. Er hat okay. Jemand die Lava angemacht. Scheiß Petze. Ja, ist doch selber cool. Der war Kaffee. Nein! Bingo. Nein, nicht die ich brauch Lava. Einen Kaffee. Nie wieder. Kutscher, warum bist du verwundet? Hüpf du rein. Nur wenn wir zusammen reinspielen. Okay, so. Du bist Traitor. Erstmal ein rein, ins Gehäuse. Du bist Traitor, mal zwei. Man erzählt Geschichten. Oh nein, bitte schubst mich. Alter, warum bin ich so weit geflogen? Ja. So, wo sind die ganzen Klötzchen, die man da reinschmeißen muss? Wo sind die ganzen Klötchen? In deiner Hose, du Ekliger. Du Ekliger. Kann ich verstehen. Was ist denn das denn für ein Raum, Alter? Oh, du bist... Chris, du bist in den Traitor-Room reingegangen. Oh nein! Du sollst aufhören zu petzen. Aber ich glaube, er war kein Traitor, weil er ist gestorben. Hä? So. Ja, das ist mir vorhin auch schon passiert, dann war ja keiner. Da darf man nicht reingehen. Dann hast du den aufgemacht, Vlesk. Nö, man kann den aufschießen. So dumm, aber du hast ihn doch danach erst aufgeschossen. Doch, man kann ihn aufschießen, glaub mir. Ja, du hast ihn doch danach aufgeschossen. Geh doch mal rein. Ja, der geht ja wieder auf danach. Ey, der geht wieder zu. Ja, warum geht der jetzt nicht zu? Weiß ich nicht. Weil du nicht drin bist. Das ist aber wirklich so bei dem Traitor-Raum. Ich hau Vlesk so die Fresse rein, Alter. Ich hab den aufgeschossen, dann ist Christo reingegangen, ist gestorben und dann habe ich ihn nochmal aufgeschossen. Aber warum sagst du dann, oh, Christo geht in den Traitor-Raum? Der Neta. Weil er in Trader, da liegt er doch. Ja, aber du hast das doch aufgeschossen, dann wäre das für dich doch keine Überraschung, dass er da reingeht. Wieder rein. Ja, komm. Weißt du, das kannst du mit den ganzen Buben hier machen, aber nicht mit einem Mann wie mir, Vlesk. Mich nicht mit einem Mann wie mir. Ich packe jetzt Vlesks Leiche. Warte mal, stell dich, du bist doch auch. Bleib mal da schön stehen. Ja, ich versteck gerade Vlesks Leiche. Mhm. Wo versteckst du die? Irgendwo am Rand der Map. Ja, wo ist er denn? Zeig ich dir nicht. Ja, aber warum reden eigentlich nur so wenige? Scheiße, weil alle tot sind. Ja, alle schon tot? Also, Kutscher und Sterzig? Wir leben, Gott. Aber... Sterzig ist bei mir. Lass doch die Leiche mal in Ruhe. Ich hab die Leiche schon entsorgt. Ja. Warum sind alle so spitz darauf? Henio ist auch am Rumstrampeln. Ich bin hier random gerade vorbeigeschwommen, weil ich hier meine Bahn ziehe, wie jeden Sommer. Ja, sorry, Alter. Hey, wie komme ich hier weg? Aua! Aua! Boah, aber geile Arschbombe, Hello. Was ist das? Was schießt? Einfach nichts. Mascha. Wieso kommt der Junge? Kutscher, suchst du etwa Flesks Leiche? Nein, ich weiß, wo sie ist. Und die bleibt auch da liegen. Du ja, ekliger Stich.
alles so, wie es ist. Da wird sich jetzt auch nichts dran rütteln. Und nicht. Ob du hier bist und nicht. Oh, lol. Hier ist ein Portal. Ein Portal? Meinst du das nachher zum Nether? Ja, stimmt. Die scheiß Kirche soll mir ihre Fresse halten, Alter. Ja, ich glaube, wir sind die letzten drei, ne? Kirche? Kirche. Sind wir die letzten drei? Oder Kirche? Eine Kirche. Okay, ich glaube, ich werde mir jetzt eine Mission machen, einfach mal nach Leichen zu suchen. Weil du sie überleben willst, oder was? Ja, dann müsste ich ja nur nach Vlesk suchen, oder? Aha, hast mich durchschaut. Okay, hier ist Lava, das ist auch auf. Ich glaube, da könnten welche verreckt sein, weil... Aua! Stetzig? Ich lebe. Pass mir auf den Hello auf, ne? Einer von euch beiden muss es sein. Bruder. Alles I.O., Bruder. Oder irgendwer tut einfach so, dass er tot ist. Das wäre richtig gemein. Ja, das wäre halt das Ding. Das ist auch das Einzige, was mich davon abhält, Max zu verdächtigen. Ist Max und Portal Gun-User? Ja, ja. Ja, schon. Max und Sola. Feier ist brutal. Brutal, Alter. Ach, hat hier jemand geportet? Dann würde ich schon sagen, dass es Max ist, ja. Okay, es ist Max. Er ist im Nether. Okay. Hä? Wer ist das denn da? Das bin gerade ich. Hä? Und zwar, er hat direkt vor das Portal im Nether, hat er das, zum Nether, hat er sein Portal gelegt. Dann bin ich gerade hier rausgekommen, bin aber nicht gestorben. Ich würde also nicht reingehen. Das macht Sinn. Aber wir können durch das andere Portal in den Nether reingehen. Echt? Es gibt zwei? Ja, wo bist du denn rausgekommen? Hä? Ja, er hat ja mit der Portal Gun, hat er direkt... Ja, das ist normale Funktion bei Portalen ist so, dass es immer zwei gibt. Nee, da kommt man aber nicht hin. Okay, also ich gehe jetzt hier rein. Du hast gerade weggemacht. Ich habe gar nichts weggemacht. Ich bin gerade jetzt im Nether. Also das Portal ist weg. Und hier liegen Leute. Und irgendwo ist jetzt hier jemand, der denkt, er könne mich... Ja, du... Nee, warte mal, glaube ich. Muss ja einer Spielchen. Ha, hier? Ja? Ja? Hä? Ja, wer lebt denn jetzt noch? Ja, herzlich willkommen zu Sterzikenopa Porevi Vleskutscha Sola und Rumatra. TTT mit den daddelnden Drachen. Alter! Was ist denn jetzt passiert? Max ist der Lava verreckt. Oh Mann. Ja, da war eine weitere Folge TTT mit den asozialen. Ach Mann, mir fällt nichts keine ein. Keine asozialen. Ach, guck auf die Punkte, bevor du ausmachst. Ja, schnell. Punkte. Meisten Punkte hat Vlesk und tweetet bei. Bei Papo. Aber ich will bei Kalle tweeten. Nein. Doch. Doch. So. Tweet auch bei Max, nicht bei Papo.